Den dritten Tag in Folge haben tausende Menschen in den USA gegen den neu gewählten Präsidenten Trump protestiert. Sie werfen ihm Rassismus und Frauenverachtung vor. Es kam vereinzelt zu Ausschreitungen wie hier in Portland. Die Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein und nahm mehrere Menschen fest. Ein Mann wurde während des Protestmarsches bei einem Streit angeschossen.